Die alte Geschichte. Ein Mann und eine Frau. Sie will, dass er mit ihr geht. Nach Afghanistan. Und er geht mit. Weil er weg will. Wieder einmal weg. Sie sagt ihm, dass es dort eine junge Frau gibt, die mit einer Gruppe von Taliban herumzieht. Eine Frau, die als Junge aufgewachsen ist, die Männerkleider trägt und sich benimmt wie ein Mann. Diese Frau ist in großer Gefahr. Um sie zu retten, verabreden die beiden ein geheimes Treffen und brechen zu ihr in die Berge auf. Doch während sie die steinigen Pfade erklettern, wird dem Mann immer klarer, dass er nicht die ganze Wahrheit kennt. Ja, dass er selbst um sein Leben fürchten muss. Was wie ein Abenteuer beginnt, wird zu einem Ritt am Abgrund. Linus Reichlins atemberaubender Roman über einen Kriegsreporter, der ins Netz der Taliban gerät. Ein Roman über die Sucht nach Gefahr, über Liebe und Verrat und über die Frage, wie viel uns das Leben eines anderen wert ist. Das Leuchten in der Ferne, Roman von Galliani Berlin und als Hörbuch mit Thomas Sabacher bei Hörbuch Hamburg.